runter mit dem Teil. Wir haben Pfingstsonntag, Schiffergilde ist angesagt, die Blackbeats feiern ihren 35-jährigen Geburtstag. 1990 bei Seal habt ihr 30 Jahre Blackbeats gefeiert, 5 Jahre später. Wie fühlt man sich, wenn man 35 Jahre auf der Bühne steht? Immer jünger, immer jünger. Ich bin noch gar nicht 35 Jahre dabei, ich bin glaube ich erst 36 dabei, ne? Oder so. Nein, man fühlt sich gut, man fühlt sich, man hat immer wieder Spaß und ist immer eine Party. Immer eine Party, immer wieder reinkommen. Was sieht er? Peter fühlt sich nach 35 Jahren noch wohl, er hat gerade eben gesagt, so ganze 35 Jahre ist er noch nicht dabei. Kannst du unseren Zuschauern ein bisschen was von den Anfängen der Blackbeats erzählen? Ja, ist natürlich schwierig hier, muss man schon sagen, sehr laut. 65 angefangen, am quasi 29. Mai, sowas in der Zeit. Zum ersten Mal gespielt in einer Kirche in Süd, beim Hafen Süd. Das war die Matthäuskirche. Ja, ich muss das wirklich behalten. Und damals haben wir gespielt auf so geliehenen Gitarren und mit einem Mikrofon nur, sind mit Parker aufgetreten und all sowas. Also war damals für uns eine riesige Sache. Ne? Aber ist schon ziemlich lange her, muss ich sagen. Ihr seid heute um Punkt 20 Uhr angefangen. Was stellst du dir vor? Warum zieht das so viel Fans in die Schiffergilde? Pfingstsonntag. Ja, das kann ich schlecht sagen. Also wir haben ja hier schon, ich weiß nicht, das erste Mal schon hier gespielt, immer Pfingstsonntag. Übrigens vor 10 Jahren haben wir hier unseren 25-Jährigen gefeiert und war immer voll. Also ich kann es nicht sagen, das liegt sicherlich an den Leuten, vielleicht auch ein bisschen an uns, aber... Na, wir haben es gerade gesagt, Horst hat gesagt, es ist immer eine schöne Sache hier in der Schiffergilde zu Pfingsten zu spielen. Was waren so die Highlights in deiner 35-Jährigen Laufbahn bei den Blackbeats? Das war einmal im offenen Kanal, wo wir gespielt haben, bei so einer Sportveranstaltung. Das war ein Höhepunkt. So, und dann, also jeder Auftritt ist ein Höhepunkt. Also es macht immer wieder Spaß, egal wo. Aber offener Kanal war schon okay. Man hat gehört, es soll eine Abschiedstour sein. Stimmt das oder stimmt das nicht? Eine Abschiedstour? Von euch? Ihr sollt das letzte oder vorletzte Mal auftreten? Im Leben nicht, im Leben nicht. Wir machen eine ganze Menge. Ein bisschen weniger vielleicht, aber... Nicht? Bis zum Krückstock. Ich habe gerade gefragt, wie lange ihr noch spielen wollt. Ja, fragst du uns jedes Mal. Schon vor etlichen Zeit hast du uns das gefragt. Also irgendwann ist Schluss. Darüber sind wir uns im Klaren. Aber wann? Das wissen wir nicht. Okay, es wird jetzt ein bisschen laut. Alles Weitere klären wir noch im Laufe des Abends auf. Erstmal vielen Dank, Horst Dieter. Ja. Peter, nutzt eure Pause. Wir sprechen nachher nochmal zusammen. Okay.